und herzlich willkommen bei Finance TV. Die Corona-Krise wird den Trend zu mehr Nachhaltigkeit am Kapitalmarkt beschleunigen. Die Bedeutung für ESG-Anlagen wird künftig deutlich wachsen. Das glaubt zumindest mein heutiger Interviewpartner. Warum das so ist und wie man als Asset Manager überhaupt erkennt, ob ein Unternehmen nachhaltig wirtschaftet, das frage ich ihn jetzt. Er ist stellvertretender Leiter des Teams Equity bei Metzler Asset Management und dort als Portfolio Manager tätig. Herzlich willkommen, Oliver Schmidt. Hallo Frau Buchholz, vielen Dank für die Einladung. Herr Schmidt, als im Frühjahr die globalen Aktien- und Anleihemärkte eingebrochen sind, haben sich ja nachhaltige Anleihen oder nachhaltige Anlagen relativ gut geschlagen und als krisenrobust herausgestellt. Können Sie uns ein paar Zahlen nennen, die das tatsächlich belegen? Ja, ist absolut richtig. Nachhaltige Anlagen haben global, sowohl Europa als auch international, ja so eine Art Risikopuffer aufgebaut letztendlich. Und es war der erste Stresstest, nachdem nachhaltige Kapitalanlagen vermehrt in den Fokus stehen, was sie ja seit einigen Jahren tun, um Ihnen eine Zahl mitzugeben. Wir haben in Europa den MSCI Europe, der hat jetzt seit Jahresanfang etwa 11% verloren leider, wohingegen nachhaltige Kapitalanlagen, das ist der Vergleichsindex MSCI Europe ESG Leaders, lediglich 7% verloren hat. Insofern haben wir da eine Outperformance aufgebaut von 4%. Insofern hat Nachhaltigkeit outperformed. Insbesondere stark war diese Entwicklung im Monat März. Da war ja der große Drawdown, den wir erlebt haben. Und allein da wurde von diesen 4% die Hälfte der Outperformance generiert. Insofern könnte man oberflächlich betrachtet vermuten, es hängt direkt mit dem Thema Nachhaltigkeit zusammen. Wir sehen es zum Teil so, zum Teil sind es aber auch andere Faktoren. Was für andere Faktoren sind es aus Ihrer Sicht? In erster Linie haben wir in jedem der einzelnen Sektoren festgestellt, dass ja Corona wie eine Art Brandbeschleuniger gewirkt hat für ja, den strukturellen Ausverkauf einiger Geschäftsmodelle, die auch vor Corona angeschlagen waren und wo Corona letztendlich ja den negativen Rest gegeben hat und wo Probleme offensichtlich wurden, die lange schon in den Geschäftsmodellen da waren, die sich aber jetzt durch Corona am Kapitalmarkt gezeigt haben. Es gibt da einige Sektoren zu nennen, insbesondere ja sehr prominent diskutiert derzeit der stationäre Retail, den man sicherlich nach Corona neu definieren muss oder zumindest auch einen anderen Blickwinkel sehen muss. Insofern war es eher ein Qualitätsfaktor sozusagen, Unternehmen mit gesunden Bilanzen, hohen, stabilen Free Cashflows, die deutlich outperformed haben. Und das geht oftmals einher, diese finanzielle Stärke mit einem guten ESG-Profil. Dann würde ich sagen, es war eher ein indirekter Faktor, der letztendlich dann nachhaltige Anlagen auch getrieben hat. Sie sprechen damit ja einen wichtigen Faktor an. Und zwar ist das Thema Nachhaltigkeit ja sehr, sehr schwammig definiert. Jeder Asset Manager, jede Bank definiert Nachhaltigkeit anders. Worauf schauen Sie denn bei ESG-Kriterien? Wann ist ein Geschäftsmodell ESG-konform? Für uns ist ein Geschäftsmodell ESG-konform, wenn es mit den vorhandenen Ressourcen, die es hat, sparsam und gut umgeht aus dem Umwelt-, Sozialen und aus dem Governance-Bereich. Und darüber hinaus in der Lage ist, mit dieser Herangehensweise ja, hohe Margen zu erzielen, hohe Free Cashflows zu erzielen, das Ganze bei einer gesunden Bilanz. Wir schauen auf Faktoren im Umweltbereich, sozialen Bereich und im Governance-Bereich. Dort führen wir eine Art Fokusanalyse durch. Beispielsweise ist das Thema im sozialen Bereich Human Capital. Letztendlich ist das für den Tech-Konzern genauso relevant wie für den ja, mittelständigen Industriegüterhersteller. Also dem Thema messen wir eine besondere Bedeutung zu. Im Thema Governance auch insbesondere, denn es hat sich gezeigt, dass die großen Skandale, die wir letztendlich auch hatten, vielfach Governance-Skandale waren und die Kursreaktionen sehr eklatant waren in der Zeit nach dem Skandal direkt. Deshalb ist das für uns ein wichtiger Teilaspekt der Analyse. Wir machen dort einen Deep Dive mit verschiedenen Faktoren. Der Bereich Umwelt ist auch sehr wichtig, insbesondere durch die CO2-Diskussion, die wir seit dem Paris-Abkommen haben, ist aber im relativen Vergleich zum Governance-Bereich eher längerfristig orientiert. Dem führen wir aber auch einen Fokusanalyse. Die Investor Relations Beratung Cometis hat sich kürzlich die ESG-Berichte von DAX und MDAX-Unternehmen angeguckt und dabei ein vernichtendes Urteil ausgestellt. Und zwar gesagt, dass die Berichte oberflächlich und an vielen Stellen unkonkret seien. Wie sehen Sie das aus Investorensicht? Generell muss man festhalten, das zählt insbesondere für Europa. Man kann viel an Europa kritisieren, aber im Thema Nachhaltigkeit ist Europa führend, dass die ESG-Ratings und die Leistungen der Unternehmen in dem Bereich Umwelt, Soziales und Governance deutlich besser werden. Das hat sich insbesondere in den letzten 2-3 Jahren deutlich herauskristallisiert. Es gibt ein paar Sektoren, die da führend sind, aber im Wesentlichen zählt das für alle. Insofern, und wir gehen auch davon aus, durch die Thematik, die wir haben, dass das weitergeht in den nächsten Jahren.
Was würden Sie sich denn aus Ihrer Sicht wünschen mit Blick auf die ESG-Berichterstattung von Unternehmen? Der Nachhaltigkeitsbericht ist ja seit 2 Jahren jetzt Pflicht für Unternehmen. Welche Informationen nehmen Sie daraus insbesondere und wo würden Sie sagen, da müssen Unternehmen wirklich ganz konkret noch besser werden? Ich würde keinen Bereich hervorheben. Ich würde sagen, und da muss man auch letztendlich die Unternehmen loben, die in Europa gelistet sind. Es hat sich viel getan, eben durch die Regulierung, die Sie auch ansprechen. Aber die Unternehmen sind, weil sie das auch letztendlich als Rechtfertigung ihrer Anleger gegenüber verstanden haben, seit einigen Jahren da sehr viel transparenter geworden. Was wir uns wünschen würden, ist ein Stück weit noch mehr ein einheitlicher Standard. Ich möchte das gar nicht festmachen an einzelnen Faktoren oder Einzelfaktoren hervorheben, sondern dass Daten eher vergleichbar werden. Das ist nach wie vor ein Problem, dass die Daten aus unterschiedlichen Quellen ziehen und letztendlich die Vergleichbarkeit nicht so sehr haben und allein davon abhängig sind, was die Unternehmen berichten. Und das macht die Vergleichbarkeit noch schwierig. Die Ratingagenturen aufgrund ihrer unterschiedlichen Ansätze helfen da auch nicht wirklich weiter, weil es da auch unterschiedliche Ansätze gibt und sie unterschiedliche Ratings für das gleiche Unternehmen finden können. Insofern auch da ist noch Verbesserungspotenzial. Ich würde es eher in der Summe sehen als in einzelnen Fokusfaktoren. Ich habe es eingangs gesagt, Sie glauben, dass ESG-Anlagen durch die Corona-Krise an Bedeutung gewinnen werden. Warum glauben Sie das? Letztendlich sind alle Kapitalmarktteilnehmer, alle Stakeholder daran interessiert, dass das Thema weitergeht. Investoren, Unternehmen selbst. Unternehmen haben früh auch das Thema Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell begriffen und erzielen dadurch in verschiedenen Sektoren deutlich höhere Margen. Letztendlich wird die Bewegung weitergehen, aber auch, weil wir ein Konjunkturpaket haben, das größte in der Geschichte der EU letztendlich. Und wenn man sich anschaut, welche Kapitalströme dort fließen, dann sind das vorwiegend auch Projekte, die in den Bereich Renewables gehen, in die Themen Energieeffizienz, Technologie. Das sind in der Regel auch ESG-kritische, Technologie eher ein ESG-unkritischer Sektor. Aber diese Investitionen in diese Sektoren werden dazu führen, dass die Unternehmen deutlicher nach oben gespült werden, auch aus unserer Sicht und dementsprechend auch an relativer Bedeutung gewinnen. Zeigt sich das denn tatsächlich schon in den Zahlen? Also sind nachhaltige Investitionen im zweiten Quartal beispielsweise schon angestiegen? Ja, wir haben insbesondere das erste Quartal mit Covid sozusagen, haben wir eine Beschleunigung eines schon sehr starken Trends verzeichnen können. Wir haben im zweiten Quartal global 71 Milliarden Assets, die in nachhaltige Kapitalanlagen geflossen sind. Das ist eine deutliche Beschleunigung im Vergleich zu vorher. Wir gehen aber davon aus, dass das weiter der Fall sein wird. Wir haben es eingangs angesprochen, auch die BVI-Richtlinie, die dann zustatten geht. Es wird sich, die Investmentwelt wird immer selektiver werden. Unternehmen, die da nicht Schritt halten, werden zunehmend aus den Anlageuniversen der Kapitalanlagen ausgeschlossen. Allein deshalb ist das schon Argument genug. Herr Schmidt, vielen Dank bis hierhin. Ich habe auch für Sie noch unsere 3 kurzen Fragen von Finance TV mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. In der Regel reicht ein Wort. Die erste Frage spielt auf den ESG-Dreiklang an. Welcher der 3 Faktoren, Umwelt, Soziales und Governance, ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Faktor? Der Governance-Faktor aufgrund der Marktmaterialität. Und die zweite Frage, werden wir auch in Zukunft noch zwischen gewöhnlichem Investieren und ESG-Anlagen unterscheiden? In einem Wort, nein. Und die letzte Frage, welche der beiden Faktoren ist der größere Treiber für ESG-Anlagen? Ist es die Verpflichtung aufgrund der Regulatorik, die Sie ja auch schon angesprochen haben, oder ist es tatsächlich ESG als Renditetreiber? ESG als Renditetreiber zunehmend. Das galt nicht für die Zeit 10 Jahre zurück und auch nicht 5 Jahre zurück, aber für die Zeit 5 Jahre voraus und auch 10 Jahre. Da haben wir jetzt einen schönen Ausblick zum Schluss des Talks. Herr Schmidt, vielen Dank für Ihre Einschätzung, für die spannenden Erläuterungen. Wir werden das Thema Nachhaltigkeit bei uns natürlich auch weiterhin verfolgen, sowohl auf der Anlagen- als auch auf der Finanzierungsseite. Vielen Dank für Ihre Expertise und ich hoffe, Sie schalten auch das nächste Mal wieder ein bei Finance TV. Auf Wiedersehen.